So, also doch einmal Richtung Leuchtturm. Da steht ein Leica mit Motor, oder? Oh. Und vier Rädern? What the hell? Gut, der Fahrersitz fehlt. Und die Autobatterie fehlt. Lichtmaschine ist... Ne, Lichtmaschine fehlt auch. Was? Was? 1, 2, 3, 4. E3. Ne, ernsthaft? 5, 6, 7. Ich zähle 7. Was zur Hölle? Jetzt haben wir nur das Problem. E3, das wäre ums Eck. Ernsthaft? War ein Headshot. War ein Headshot. War ein Headshot. Hallo? Ach komm, jetzt trollst du mir aber hier. Er war daneben. Das war ein Treffer. Er ist dünn. Er ist dünn. Er ist... Ich habe keine Pfeile mehr. Komm her. So, wirklich halb blind, oder? Jetzt so viele Pfeile verübelt? Wie viele sind das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Ich würde gerne so einen Airdrop gehen. Ja. Deswegen nehme ich ungern Nahkampfwaffen, weil du einfach nicht mehr triffst. Ich hatte einen Ranger eingesammelt. Wäre cool. Irgendwo müsste noch einer sein übrigens. Ich habe noch ein, einer müsste noch da sein, glaube ich. Irgendwo, oder? WTF! U-Boot-Bunker geht immer. Halt. War ich gesehen. Ich komm, wir gucken mal zum Airdrop. Das heißt, durch die Stadt durch, die Straße entlang, dann links. Das müsste gehen. Wir gucken mal, wie viele Puppets ausrutschen. Und wir machen mal, da ich eh keine Pfeile mehr habe, wobei wir auch mit der MG mal durchballern können. Aber das triggert eine Horde. Bin mir recht sicher. Sollen wir mit der M249 durchziehen oder soll ich das mal zeigen, wie man die mir auto-cleart? Bogen haben wir zu wenig Pfeile, das funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie man mit dem Auto hupt. Aber ich glaube, A? Nee. Doch, A. Ha! A für Hupe. Ne. Dinge gibt's. Also immer geradeaus erstmal. Na, Möglichkeit natürlich jetzt das Auto nicht schrotten. Benzin sieht so lala aus. Wobei, das müsste reichen. Und wir haben noch 80 Aufladungen insgesamt im Auto liegen. Das reicht, um das Ding fast voll zu machen. Würde ich sagen. Noch einmal querfeld ein. Ein bisschen links halten. Ich glaube, wir wollen alle den slidenden Mech sehen. Hat ja mittlerweile eine Fangemeinde. Der Michael Jackson unter den Mechs. Theoretisch müssen wir es eigentlich schon fast... Na, wobei, wir müssen hier drüber.
wir gucken mal. M248 durchziehen. Ah, das Problem ist, da wird eine Horde kommen. Problem sehe ich da mit der Horde. So, wir müssen weiter nach links rüber. Mal ein ganzes Stück nach links rüber. Hier, dass wir noch keinen grünen Rauch sehen. Ah, da. Guck mal, wie sie alle aufploppen. Ja, komm, ziehen wir es durch. Schraubendreher habe ich. Oh. Achso, warte mal, das geht ja nur auf. Das geht nur auf mehrfach Schuss. Das war's schon, oder was? Ne, dahin kommt der ganze Rest. Das kostet mich ein bisschen arg viel Munition, ehrlich gesagt. Oh, die Horde ist ja... Okay, die Horde war ein Witz, ehrlich gesagt. Kannst du mal kurz checken, wie viel Munition... 26 und 100 sind noch drin. Okay. Hä? Achso, ich habe keine Ausdauer mehr. Sind das alles noch die Hordenausleger? Natürlich. Schaffst du es dreimal zu springen? Ist klar. 4 von 13. Fünf Minuten noch. Goodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Handwerk. Joa, Horde für uns entspannt zum Zuschauen. Für dich Schweißperlen auf der Stirn. Geht so. War jetzt nicht so schwer. Problem ist, dass du das Ding nicht im Einzelfeuer schießen kannst. Ich die Waffe null gewohnt bin. Und du echt viele Schuss brauchst. Aber Holla die Waldfee, brauchst du viele Schuss. Also wir haben 100 dabei gerade durchgehauen.
Weichen die Kugeln aus. Das auch. Okay, was ist das denn? Okay, krass. Das hatte ich noch nie. Was ist das denn? Okay, Wanderrucksack ist schon mal ganz nett. Da können wir... Können wir den ganzen Mist reinschmeißen. Aber da haben wir nochmal einen Airdrop mitgenommen. Ja, pack das mal rein. Hätte gerne die Waffe noch. Wenn eine drin ist. Ist nicht zwingend zwingend, dass da eine Waffe drin ist. Zumindest können wir uns sicher sein, wenn wir eine Horde getriggert haben, kommt nicht so schnell die neue, weil wir im Wald stehen. What? Nett. Das sind sehr viele Puppets. Aber ohne Auto. Was? Warum kein gelber? WTF? Warum kein gelber? Verstehe es nicht. Oh, das ist schneller. Mülldrop. Irgendwie schon. Irgendwie schon. So. Darfst gern einsteigen. Hat einer mitgezählt, wie viele Puppets wir gekillt haben? Waren ein paar, oder? Aber hey, Airdrop Nummer 2 in der Staffel. Airdrop Nummer 2. Achso, zur Autotaktik selber. Du fährst hin. Und überfährst einfach alle Puppets. Idealerweise hupst du noch ein bisschen, dass alle Puppets kommen. Und dann fährst du so lange im Kreis, bis alle Puppets tot sind. Der Airdrop ist meistens auf einer Wiese spawnen, hier. Das heißt, du fährst Puppets, dann fährst du wieder im Kreis, den nächsten. Und ich mach jetzt mein Auto nicht kaputt, weil wir den nicht brauchen. Aber das machst du durchgehend halt die ganze Zeit, wo du fährst die Puppets. Kann man machen. Und dann hast du den Airdrop auch clear in einer annehmbaren Zeit, dass du looten kannst. Dauert allerdings auch ein bisschen. Allerdings das Wegschießen von den Puppets dauert auch ein bisschen. Und wir haben jetzt 100 Schuss praktisch reingeballert. Bruder, Ding ist halt leider Munitionsverschwendung hoch 10, die M249, weil du es halt nicht in Einzelfeuer schießen kannst. Ist ein Schnellfeuergewehr, geht halt nicht. Aber dieser eine Puppet, der eine militärische mit dem Helm, bin ich gerade fast dran verzweifelt. Der hat 20 Kugeln getankt, glaube ich, bis der umgefallen ist. Also Respekt an den, seine Kugel ist nicht die beste. Ich habe jetzt nicht den Kopf getroffen. Aber okay, kann man mal machen. So, U-Boot-Bunker. Wir machen kurz folgenden Abstecher. Weil wir sowieso, wir fahren jetzt die Straße entlang. Gehen, ne, warte mal, hier ist auch eine Tanke. Wo ist die Tanke? Ist da eine Tanke? Ne, da ist eine Tanke. Weil ich da genauso schnell nach da gefahren bin. Da ist eine Tankstelle. Wir gehen kurz tanken. Dann fahren wir kurz hier die Straße, fahren wir runter. Dann fahren wir links und dann wieder hoch. Dann macht das Sinn? Wir können eigentlich auch da lang fahren. Macht mehr Sinn, wir fahren hier lang. Dann rechts runter. Ersatzkanister an Bord. Achso, ja, oh ja, stimmt. Sonst kommen wir gar nicht mehr an. Ich schaue ständig auf den Sprit. Verständlich. Nur ganz kurz. Chassis. Ja. Nee, da können wir es so nach wie vor nicht reparieren, oder? Nee. Ersatz habe ich dabei. Irgendwo in meiner PP-Kiste. Schade. Ich habe dabei. Ich bin vorbereitet. Relativ vernünftig. So, M249. Ja, der Schalter. Wir haben den Schalldämpfer runtergerockt. Das heißt, den können wir eigentlich praktisch ja, wegschmeißen. Mit Einmalmagazin, der war bei 100%, der war nagelneu. Mit Einmalmagazin durchdrücken haben wir das ganze Ding praktisch leer geballert. Gut, Pfeile hatte ich schon die ganze Zeit nicht mehr. Die Brecheisen sind noch ganz cool, können wir noch mit verkaufen. Pfeile haben wir noch ein paar. Dann nehmen wir erstmal wieder die AK mit. Habe ich jetzt alle Kisten wieder reingezogen? Ja. Dann fahren wir einmal zum Händler, werden mal das ganze Zeug verkaufen. Aber jetzt haben wir nochmal einen Airdrop gesehen. Und ja, mit Puppet-Einstellung mal 4 sind halt sehr viele Puppets aus. Mit mal 5 waren es wohl nochmal ein paar mehr.
Wir haben jetzt zusätzlich noch eine Horde. Die Horde ist aber sehr klein ausgefallen. Ich glaube fast, weil nebendran der Bunker war, dass da noch ein paar im Zaun hängen geblieben sind. Die spawnen relativ weit um eine weg, die Horde mittlerweile, was auch ganz gut ist. Aber ich glaube, dass sind noch einige hängen geblieben. Deswegen kamen die auch so extrem versetzt. Ich glaube nicht, dass das die ganze Horde war. Das war ja lächerlich, das waren, keine Ahnung, 8 Puppets in der Horde oder so. Dort war nix. Das Üben nach 100 Schuss der Dämpfung. Da sollten sie eher mal was dagegen machen, dass die Schalldämpfer nicht so krass schnell Haltbarkeit verlieren. Ist zwar ganz geil jetzt für den Normalo-Spieler, der eben mit der normalen Einstellung spielt. Da schießt du auf nicht mal ansatzweise so viele Puppets, logischerweise. Wäre irgendwie cool, wenn man sich das anpassen könnte auch. Wenn man sagen könnte, okay, mehr Puppets auf dem Server, Schalldämpfer nutzen sich weniger ab. Ja, aber das wäre schon eigentlich krasse Einstellung oder zu viel verlangt, glaube ich, bis man da überhaupt dran denkt, weil es gibt schon sehr viele, die mit mehr Puppets spielen wie Standard, aber es ist jetzt doch eher eine Nische, mehr oder weniger. Die müssen sowas bedienen, das wird ewig dauern, glaube ich. Dafür gibt es zu viele andere Baustellen, an denen man sich erstmal ranwagen sollte, bevor man dann sowas macht. Ja, da kannst du reparieren, wenn du das Auto aufbockst. Ja, aber es wäre cool, wenn du es reparieren könntest, wäre das Auto nicht aufgebockt. Ich habe einfach nur keinen Bock, das Auto aufzubocken. Wobei, wir haben jetzt das Rad liegen lassen. Ich glaube, ich habe keinen Ersatzrad dabei, wenn dann in der Pipi-Kiste. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich ein Ersatzrad dabei habe. Vielleicht beim Händler. Beim Händler können wir doch schnell mal hochfahren. So. Kommen gleich auch wieder 30 Puppets angeflitzt. Hier ist auch schon wieder, die Tank ist schon wieder voll. Also irgendwie Benzineinstellung können wir noch weiter nach unten setzen. 1100. Der war jetzt halb voll. Halb voll, Ranger auftanken, 1000er. Okay. Ah, da kommen sie alle. Ah, der Sprenger. Moin. Oh, da ist noch ein Sprenger. Bei Sprenger übrigens vorsichtig, wenn der am Auto explodiert, bist du... Also, gut, wir haben die Weste und alles an. Wir sollten normalerweise überleben in der C4-Blutung. Aber ich würde es euch jetzt nicht empfehlen, es auszuprobieren, einen Sprenger zu rammen. Das ist das einzige Problem, was du hast. Wenn du einen Sprenger rammst... Boah... Könnte dein Tod sein. Und übrigens der Tod von allen Insassen. Fahren wir... Nö, wir fahren da runter und da. Wir fahren den Weg dann hier lang und dann hier. Die ist entspannter, die Route. Guck mal. Man startet die neue Staffel Ende des Monats. Am 8. Februar wahrscheinlich werde ich die erste Aufnahme machen. Am Freitag vielleicht mit euch im Livestream. Vielleicht aber auch schon eine Folge davor. Weil ich eigentlich die erste Folge immer gern ohne Livestream aufnehme. Verzeiht es mir, aber das ist ein bisschen entspannter insgesamt. Ich glaube, für den Zuschauer das Let's Play ein bisschen besser. Manche sehen die Livestream-Folgen eher ungern, aber sie gehören dazu. Und ich mache gerne die Livestreams. Mal abgesehen davon, Zuschauer sind da. Hallöle. Gerne noch auf Gefällt mir drücken übrigens, wenn ihr gerade dabei seid, hier zuzugucken. Und ja, aber am 8. Februar sollte wahrscheinlich die neue Staffel dann starten. So, wir müssen nach da drüben. So, jetzt fahren wir einmal geradeaus durch, praktisch bis zum Ende. Weil wir können hier dann links. Bei der nächsten links. Das ist ein bisschen kürzer. Wenn das Auto explodiert, bleibt dein Loot heile? Ne, mein Loot ist weg, wenn das Auto explodiert. Das Auto sollte nicht explodieren. Kenn mich aus. Was? Nein. Oder? Bleibt dein Loot heile, wenn das Auto explodiert mittlerweile? Früher war alles weg. Achso, die Explosion vom Puppet. Wenn wir in ein Äffchen oder einen Sprenger reinlaufen. Das ziehen mir Autos sehr wenig ab. Das Problem ist, diese Schrapnelle fliegen durch das ganze Auto und verletzen dich. Und damit gehst du, wenn du Pech hast, stirbst du sofort instant. Wenn du ein bisschen mehr Glück hast, fängt deine Weste einiges ab und du kriegst jetzt die C4-Blutung und verblutest halt langsam, wenn du nicht aussteigst und nicht heilst sofort. Aber das Auto selber ist, ja, Februar, März. Start in Neustadt. Wir haben Februar. 8. Februar wäre Vergangenheit. Schwierig. Im Einzelspieler zumindest.
Also ich will es jetzt nicht unbedingt ausprobieren, aber wenn das Auto explodiert und dann tatsächlich also der Loot heil bleibt, okay. Loot bleibt so lange, bis das Wrack despawnt. Was? Macht ja gar keinen Sinn, oder? Ganz ehrlich, für mich gehört das dann gelöscht. Meine selber Schuld. Ganz ehrlich, für mich wäre das völlig okay, wenn der Loot dann komplett weg ist. Und das Auto nicht mehr lootbar wäre. Weil Auto explodiert, alles im Auto kaputt. Also, wäre auch irgendwo realistisch, oder? So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier liegen sehr viele Wälzen rum. Ja. Aber mit dem Ranger kannst du zumindest über die kleinen Ruder fahren. Oh, wir sollten mal kurz beim Mechanik das Auto aufbocken lassen. Können wir zumindest die Räder kostengünstig auch reparieren. Kann ich das auch mal zeigen. Also, wenn ihr keine Repair-Kits habt beispielsweise und euer Auto reparieren wollt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, einmal hier reinzufahren. Ich mache das nur sehr, sehr ungern, weil ich dem Ding nicht traue. Und Angst habe, dass mein Auto irgendwann mal einfach über die Map katapultiert wird. 8. Februar? Nee, nein, sorry. März. 8. März. Dann war ich falsch. Warte mal, wo ging das? Boah, ich mach das auch so selten. Car-Lift am Fahrzeug. So. Und jetzt können wir praktisch hier, nee, Reifen entfernen wollen wir nicht. Wir können jetzt hier sagen, verkaufe, entfernen, Bargeldkarte? Können wir das hier nicht reparieren? Left entfernen, nee. Können wir das hier nicht reparieren? Wir reparieren die Türen, geht. Die Reifen kannst du nicht mehr reparieren. What? Also ich kann jetzt hier sagen, repariere beispielsweise hier den Frontpumper. Repariere Bodyfront. Dann wird das auch hier ausge... Achso, so wie... Ah! Ach, die Reifen... Die Reifen sind nur alle heile? Okay, wir haben nur einen kaputten Reifen. Für 29 Dollar habe ich den gerade repariert. Hier 1 Dollar für die Tür. Und hier nochmal 11... Nee, 1 Dollar für die Stoßstange? Nicht, dass das mir gerade unendlich viel Geld abzieht hier. Ich traue den Preisen nicht. 32 Dollar für die Motorhaube. Also ihr könnt kostengünstig das komplette Auto reparieren, wenn ihr möchtet. Hier für, weiß ich nicht, 200, 300 Dollar hast du das Auto komplett hochrepariert. Oder Scheinwerfer, 118. Aber so kannst du das Auto komplett reparieren. Der hier fehlt, den könnte ich jetzt auch sagen, ich möchte ihn kaufen für 5000. Was? Teuer. Service. Ich würde sein Licht montieren. Ja, das kostet zu viel. Also Lichter tatsächlich sind schweineteuer für das Teil. Und die Reifen sind tatsächlich ganz gewesen. Holla, die Waldfee. Das bei meinem Fahrstil. Wichtig ist nach wie vor nur, lasst euer Auto nicht hier stehen, fahr das Auto definitiv wieder weg. Nach 2 Stunden despawnt das bei Standardeinstellung. Also in dem kompletten Radius, wo wir uns hier befinden. Egal wo es steht, auch wenn es außerhalb des Händlers steht, aber im Radius steht, ist das Auto weg nach 2 Stunden. Das überrascht uns alle. Ein kaputter Reifen nur. Ja. War jetzt seltsam, aber okay. So. Wir wollten einmal gucken, was wir an Erlös bekommen, wenn wir den ganzen Mist verkaufen. Wir haben im Moment, oh, perfekt, fast 3000 Dollar, sagen wir mal 3000 Dollar glatt. Die Milch würde ich behalten, die Brecheisen zählen wir mal mit zu dem Looter zu. Wir verkaufen die mal mit. Dann verkaufen wir einmal die Motorradjacke, die reparieren wir nochmal hoch. Dann haben wir die Schuhe, wir haben zweimal Motorradhosen. Und gleich, ich glaube, die Kombi sieht aber eigentlich ganz geil aus, wenn die anders, alles egal. Nicht, dass ich es anziehe aus Versehen. Klamotten niemals doppelklicken, weil ihr die immer anzieht. Die Handschuhe hier hatten wir. Das hier. Die Shorts. Die Sporantasche. Das Licht können wir gleich beim hier verkaufen. Dann haben wir die hier. Die hier. Ich weiß gar nicht, kauft ihr das Bier? Ich glaube ja. Das kauft ihr mal. Gucken, was die... Was Salz und so weiter wäre. Ich glaube, fast gar nichts. Ein Scheinwerfer nie auf der Hebebühne einbauen, das kostet Geld. Ja, auch Teile abnehmen von der Hebebühne. Also wenn ihr jetzt anfangt, irgendwie Reifen abzumontieren von der Hebebühne, habt ihr ja gesehen, das kostet alles Geld. Also das nicht machen. Aber ihr könnt euer Auto kostengünstiger tatsächlich reparieren, wenn ihr kein Car-Repair-Kit gefunden habt, zufälligerweise.
Hier, $400 ist der Scheinwerfer wert, aber ist der falsche. Light Front Left, oder? Ja, wir brauchen Front Right, oder? Ja. Die Kombi hätte ich behalten, Motorradkombi. Sollen wir mal anziehen? Ja gut. Abgesehen davon, dass die Jacke schon wieder kaputt ist, was ich auch mega schade finde. Die Hose wird sogar noch ganz. Aber die Jacke hat leider, Jacke ist schon wieder leider kaputt, aber die Kombi ist tatsächlich, sieht cool aus. Sieht cool aus. Aber, ja, wir werden sie verkaufen. Leider die Jacke halt schon wieder kaputt bekommen. Aber wo sie bei 80% oder so war, ist sie kaputt. So, $400. So. Dann zahlen wir das direkt aber auf die Bank ein. Schauen wir mal. General Goods, da haben wir noch. Schauen wir mal. Welcome, welcome. Nee, PP, das ist der richtige. Das stand aber doch nicht installieren. Das war der falsche, oder? Wenn, dann ist es egal. Scheiß drauf, aber war, da stand noch nicht installieren oder habe ich mir jetzt so derart verguckt? Guck mal hier, die Kombi 200 wäre, die Hose 100 wäre, immerhin. Hier 400 pro Brechstange. Natron 3, Salz 3, okay. Wenn es die richtige war, boah, shit happens. 1500 kriegen wir schon mal dafür. Nett. Das ist der linke Scheinwerfer. Also wenn du drin sitzt, also nicht die Draufsicht, so wäre es ja der rechte, so wäre es der linke. Okay, ja, aber das stand, ich habe drauf gedrückt und da stand nichts von installieren, deswegen. Aber es kann auch sein, dass ich daneben geklickt habe, das passiert auch öfters mal. Falsche Seite. Ja, hier ist er ja drin. Ah, tatsächlich, hier Front Left haben wir gefunden, hätten wir sogar gebraucht, hier steht Right, okay. Aber ich habe drauf geklickt und es stand nicht installieren, war doch links. Ja, es war der richtige, aber... Wegen dem Scheinwerfer. Was soll's? Was soll's? So. Verkaufe mal De Vino. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir das Ding hier noch. Das hier. Die Schrotze können wir bei ihm verkaufen. Die Angelrolle müssen wir nur loswerden. Die Tabletten. Ich weiß nicht. Das Ding kauft, glaube ich, auch General Goods. Die Handschuhe noch. Den Stift. Die Kippen, weiß ich nicht, wer sie kauft. Was haben wir hier noch drin? Da haben wir noch die Weste. Polizeimütze kauft eh, der hat Polizei-Heini. Und das Ding auch. Gucken wir mal. Immer schauen, wenn man im Auto hockt. Ja. Mein Fehler aber, wie gesagt. Zum Einbauen muss man die in die Hand nehmen. Stimmt, scheiße. Ich hätte in der Hand gebraucht. Oh, das ist auch scheiße. Ganz ehrlich, wenn er im Inventar ist, warum zählt das nicht? Hätte man ja auch machen können. Aber du hast recht, ich hätte ihn in der Hand halten müssen, dann hat es funktioniert. So, $300. Die Weinflasche übrigens können wir im Saloon verkaufen. Der ist da. Man muss das Teil in die Hand nehmen. Wenn ihr es richtig machen wollt, nehmt das Teil in die Hand. Oder lasst es in die Hand nehmen. Jeder wie er will. $80 für eine 100%ige mit 7 Aufladen kriegen wir $87. Ja. Ja. Ich meine, es sind trotzdem $400, die wir jetzt für den Wein kriegen. Also auch Kleinvieh macht schon irgendwo Mist, aber ich hätte mit 100 gerechnet. Bei 87, 100 ist jetzt nicht viel Unterschied, aber trotzdem. Aber trotzdem, da geht es ums Prinzip. So. Dann haben wir einmal das Ding hier, die Kampfschuhe können wir auch verkaufen, die Weste. Das war 71% verkaufen wir trotzdem. Das hier werden wir behalten, den Rucksack, ah Mist, den Rucksack, blöde Mistgabel. Ich vergesse immer die Items, die ich in Hand halte, vergesse immer zu verkaufen. So, 122 Taschenlämpchen. That thing registered. Wobei Mist, ich glaube, die hatte ich schon. Du kaufst aber nicht die Mistgabel, oder? Nee. 2600 gibt ihr mir für meine AK. So, Mistgabel. Hier, Rucksack da.
Hallo, Rucksack da. So, was haben wir jetzt noch? Das Ding haben wir noch. Das. Hallo? Ich hab gedrückt. Ich hab auch gedrückt. So, die Magazine. Na, wobei. Vielleicht das UMP-Magazin. Der Rest lohnt sich eigentlich normalerweise nicht zu verkaufen. Einfach weil es keine Kohle bringt. Die Gasmaske müsste noch ein bisschen was wert sein. Da gucken wir gleich nochmal. Ich stelle mich beim Verkaufen immer ein bisschen komisch an. Aber ich genieße es. Okay, $67 für ein UMP-Magazin. $176 fürs runde Magazin. 362 für die. 600 für die Tech. 56 dafür. Legal-Magazin bringt 42. Die Magazine bringen halt $50. Ich meine, sind nochmal 1300 oben drauf. Nobody cares. Lohnt sich jetzt nicht so sehr. Lohnt sich leider nicht so sehr. Die Gasmaske weiß ich gar nicht. Kaufe ich Channel wird's auch. Guck mal, ich habe. Das ist keine Ahnung. Das ist die 20. Gasmaske, die ich wahrscheinlich verkaufe. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich sie loswerde. Irgendwie sowas kann ich mir lustigerweise nicht merken. Hier 161 für die Mistgabel. Die ist bei 64% nur. 100 für die Pilotenbrille. Hier die Gasmaske möchte er nicht. Und der Rucksack auch nochmal 200. Nochmal 500 oben drauf. Wir waren bei 3000, wir haben schon $5000 gemacht. So, jetzt brauchen wir noch den Medizin-Heini. Da hinten. Die Angelrolle müssen wir noch verkaufen. Boah. Ich meine, gut, wir waren jetzt auch beschäftigt. Eine Stunde oder so, aber für das, dass wir jetzt nur die Stadt gelootet haben, wo der Loot eher semi-scheiße war, den wir hatten. Also wir haben jetzt kein Item gefunden, wo man sagt, boah, geil. Come in. I'll have to go ahead. You'll need these sooner or later. Hatte ich denn hier noch irgendwo einen Streifen Antibiotika vorhin? Wo ist denn der hin? Ich hatte einen einzelnen Streifen Antibiotika irgendwo noch rumfahren. Ah ne, hier. Ich hatte eine große Dose Vitaminpillen. Mir fehlen. Ich hatte eine große Dose Vitaminpillen. Wo ist die denn gelandet? Nochmal 500 oben drauf. Wo sind die große? Ich hatte eine große Dose Vitaminpillen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Weg. Ah ne, warte mal. Im Ranger wahrscheinlich, oder? Ne, auch weg. Oder ich habe es aus Versehen in die Behaltenkiste gezogen. Kann auch sein. Es kann sein, dass es hier irgendwo gelandet ist. Aber ganz ehrlich, hier habe ich nicht mal mehr Böcke auszusortieren. What's up? Guns, come on, load it. 200 immerhin nochmal. AK-Magazin behalten wir logischerweise. 500 bringt der Bogen nur. Frechheit. Also 9000, ziemlich genau klappt. Das heißt, wir haben gemacht $6000 gerade mit dem Loot, was wir in der Stadt gelootet haben. Von mir aus, da war, kann es sein, dass noch zwei, drei Items dabei waren, die ich jetzt privat nur in der Kiste rumliegen hatte. Dann lass es mal 5000 Dollar sein, aber $5000 ist okay. Mit 5000 kannst du dir einen Silencer kaufen und ein Visier kaufen. Wenn du möchtest. Also, ich glaube, Ausbeute völlig in Ordnung. Dazu noch einen Airdrop mitgenommen, der jetzt, ja, semi-gut war. Wobei, wir haben eigentlich, stimmt, wir haben hier auch noch was Zeug drin. Ah. Wir haben ja noch Zeug vom Airdrop. Wir haben auch noch den Airdrop, den wir verkaufen können. Volkswagen Lichtmaschine unter anderem ist ein Tausender wert. Und ein M1981 Schall, ja, was ist, der Loot war echt völlig für die Tonne. Wir haben Silencer für die 1891 gefunden. Ein P22-3er Zielfernrohr, eine improvisierte Schiene. Gut, drei Schachteln Munition sind ganz nett. Das Electric Repair Kit ist super, weil damit kannst du reparieren unter anderem Nachtsichtgeräte. Gut, und die Schraubendreher aufladen. Das sind 9, 12, 15. Aber der 40er wäre besser gewesen. Also, wow. Wow. Blutmäßig semi-toll. Ah ja, der war leer. Ich wollte sagen, soll mal den dabei. Arbeitsschuhe. Ich habe hier Items in meinem Inventar, wo ich keine Ahnung habe, wo die herkommen. Aber gut. So, habe ich jetzt hier nur irgendwas, was ich verkaufen kann?
guns come unloaded. Security reasons. Oh, Schuhe sind wieder runter. Obviously. 53% nur, weil wir ein bisschen durch die Gegend laufen sind. Nur das und das. That thing registered. Nochmal 100. Kidding. Nobody cares. Lichtmaschine für 1000er. E900. So, sind wir bei 10.000. Und so schnell haben wir uns zu 14.000 eigentlich fast schon wieder. Und können theoretisch wieder massenweise Muni kaufen. Oder Dinge zur Munition erstellen. Nochmal 1.000 oben drauf. Und nochmal ein Huni. So, und damit haben wir 11.161. Schön. So, ja, Vitaminpillen sind, keine Ahnung, wer weiß. So. 21.32 Uhr. Gegen, ganz wichtig. Ja. Dann. Egal. Warte mal, wie sieht's mit Essen aus? Immer noch 100%. Diese Datteln, ich hätte mal nicht alle Datteln reinpfeifen sollen, glaube ich. Das war... Ups. Ups. Das sollte nicht passieren. Normalerweise immer zwischen 50 und 100. 149. Ich müsste theoretisch jetzt durch die Gegend rennen und irgendwas Körperliches tun. Damit ich da wieder ein bisschen runterkomme, aber egal. Wir gehen jetzt zum Abschluss nochmal in die Torpedofabrik, würde ich sagen. Na, gucken wir mal.